Für alle Fans der Purge-Filme startet ab morgen der neue vierte Film in den Kinos. Und damit geht es hier jetzt um The First Purge. Der vierte Teil der Purge-Reihe führt uns in die Anfänge der Nacht der Säuberung und zeigt das erste Experiment der Purge, die auf den New Yorker Stadtteil Staten Island beschränkt ist. Auf Initiative der neuen Partei Neue Gründungsväter Amerikas und in Zusammenarbeit mit der Psychologin Dr. Updale wird der Testversuch entwickelt, den Bewohnern $5000 zu zahlen, wenn sie an der Purge teilnehmen und weitaus mehr, wenn sie sich trauen, auf die Straße zu gehen und dabei aktiv ihrer Wut freien Lauf lassen. 12 Stunden lang wird jedes Verbrechen inklusive Mord unbestraft bleiben, jedoch verläuft das Experiment anders als geplant. Mittendrin befinden sich der Gangsterboss Dimitri und Aktivistin Nia. Hier spricht das Notfallübertragungssystem. Wir verkünden den Beginn der ersten Purge. Unser Viertel wird von einer Regierung belagert, die sich einen Scheißdreck für uns interessiert. Beim Ertönen der Sirene sind sämtliche Verbrechen einschließlich Mord für 12 Stunden erlaubt. Da draußen sind eine Menge guter Leute, die wir beschützen müssen. Alle Notfalldienste sind außer Kraft gesetzt. Wir müssen auf alles vorbereitet sein. Ihre Regierung dankt Ihnen für Ihre Teilnahme. Partys? Sie haben ein viel höheres Maß an Beteiligung vorhergesagt. Die menschliche Natur gehorcht nicht den Gesetzen der Politik. Was zum Teufel ist da los? The First Purge geht 102 Minuten, hat aktuell noch keine Altersfreigabe, aber ich tippe mal auf ein FSK 16 und startet ab dem morgigen 5. Juli 2018 in den deutschen Kinos. Und es gibt eine Fortsetzung, die ersten drei Teile, auch wieder von Jason Blum mitproduziert. Und die erste Purge-Nacht hat uns ja in das Innere eines Hauses während einer Nacht letztendlich gebracht, in der alle möglichen illegalen Aktivitäten erlaubt sind. Im zweiten Teil ging es auf die Straße, im dritten Teil wollte man die Purge vielleicht sogar abschaffen und musste eine Senatorin beschützen. Nun jetzt im vierten Teil, also die Anfänge. Eigentlich eine coole Grundidee zu schauen, wie die Menschen das erste Mal darauf reagieren, machen zu können, was sie wollen, was das rein für psychologische, soziologische Folgen hat und wie diese Menschen auf einmal vielleicht eine Gier und eine Lust daran entwickeln, ihre Wut letztendlich ein Ventil geben zu können. Eine gute Grundausgangssituation, wo ich dachte, okay, das könnte spannend werden, mal gucken, was hier auf einen wartet. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, dass das Franchise sich wirklich toll nach vorne entwickelt hat und ich jeden Teil immer mehr mochte, weil auch eine gewisse kreative Gewalt mit drin war, weil wir interessante Charaktere hatten, auch wiederkehrend. Charaktere, gespielt unter anderem von einem Frank Grillo, ist jetzt diese erste Nacht irgendwie, ehrlich muss ich sagen, filmisch missglückt. Der Film ist weder richtig Horror noch Thriller. Die Kreativität der Gewalt bleibt bei weiten Teilen auf der Strecke. Die Möglichkeiten der Motive und der Spannung, die man aufbauen könnte vor einer ersten solchen Nacht und diesem Wahnsinn dahinter, die werden meist nicht tief genug aufgegriffen. Man hätte rein politisch auch viel kritischer das Ganze anpacken können. Ich finde, dieser Film hat weder den Mut wie die anderen Teilen, ist noch so und ist auch nicht so abgedreht oder so gewagt und so grenzwertig auch mit der Brutalität agierend, sodass ich ehrlich sagen muss, als Fan des Franchises war ich enttäuscht nach The First Purge. Und hier, wenn ein fünfter Teil kommen sollte, gibt es wieder ordentlich Luft nach oben. Und das muss ich sagen, finde ich tatsächlich schade, weil man auch selten erlebt, dass wenn man eigentlich ein gutes Händchen dafür hat, wie man einen Stoff entwickelt, man dann doch so einen großen Rückschritt macht. Und da muss ich wirklich dreimal sagen, habe ich mich sehr, sehr drauf gefreut. Und am Ende war ich dann leider recht enttäuscht nach dem Kinobesuch. Aber dazu beim Fazit noch mal ein paar Worte mehr. Vielleicht dröselt sich das auch über die einzelnen Aspekte auf. Reden wir kurz über den Cast und normalerweise würde ich sofort einzelne Schauspieler rauspicken. Aber das Problem ist eher, egal ob Gangsterboss, Drogensüchtige, Aktivistin, Bruder der Aktivistin oder welche Charaktere auch immer auftauchen mögen, diese politischen Leute, die dahinter hängen, hinter diesem Experiment, bis hin zur Psychologin, sie wirken alle total austauschbar, wenig charakterisiert oder wenn dann zu spät und teilweise auch drüber, unlogisch, unglaubwürdig. Um ein Beispiel zu nehmen, wenn Dimitri als Gangsterboss einen klaren Plan fährt, wie er mit dieser ersten Purge-Nacht umgeht, wie er sich selbst, sein Clan, sein Geschäft beschützen will, wirkt das einigermaßen logisch und gut durchdacht. Aber sobald dann irgendetwas passiert, was das Ganze ins Wanken bringt, da tritt er relativ schnell aus diesem Plan hinaus und begibt sich auch teilweise in viel zu gefährliche Situationen dafür, wie er eigentlich inszeniert wird als einer, der die Straße beherrscht und durchdacht. Zweites Beispiel, wenn ich mir angucke, und einer der bekanntesten Casts, das ist natürlich Marisa Tomei, die diese Psychologin spielt, da fragt man sich auch, eine, die natürlich ein solches Experiment mitentwickelt und natürlich studiert hat, wenn sie Psychologin ist und Doktorin ist, wo hat sie letztendlich dieses ganze Wissen her in einer Welt, in der sie
nicht irgendwie A und B und Motive zusammenfügen kann und relativ schnell durchblicken, was hier wirklich für ein Spiel gespielt wird. Und das sind nur zwei Beispiele, die mir immer wieder bei Figuren gezeigt haben, okay, man hat hier zwar eine gewisse Grundanlage gewählt, ist aber nicht wirklich stimmig. Und vor allem diese Austauschbarkeit führt nun mal dazu, dass ich keinen persönlichen Ankerpunkt zu einer Hauptfigur habe. Und besonders dann, wenn es sehr gewalttätig und brutal werden kann und auch darf innerhalb dieses Franchises, dann ist es einem ein wenig egal, wem was passiert. Und das ist ein Punkt, da kann das Ganze schnell kippen. Kurzum, sehr, sehr schwierig. Schon vom Cast, von der Cast-Auswahl gar nicht unbedingt her, sondern von der Art und Weise, wie man die Figuren schreibt und beschreibt innerhalb des Films. Kommen wir zum Technischen. Die Kameraarbeit ist vor allem in der zweiten Hälfte der Stil, den wir gewohnt sind von dem Purge-Film. Wenn sich das am Anfang alles so ein bisschen anbahnt und wir so ein bisschen Wahnsinn spüren und das brodelnde Konflikte zwar merken, hat man so einen tristen, grauen Look und es ist soweit auch okay, aber reicht nicht an die Originalität dran, andere Aufnahmen. Wenn ich mir vorstelle oder erinnere in Purge-Teilen, wo wir einfach gesehen haben, wie die Leute die ganzen Fenster verriegeln, dieser Alarmsound das erste Mal kommt, wenn wir irgendwo im Vorbeifahren an einer Straße eine Guillotine sehen, wo Leute einfach Menschen köpfen, als wären sie im Mittelalter. Also diese kreativen Elemente, die jeder andere Film irgendwie hatte, die sind hier auf der Strecke geblieben, habe ich einfach vermisst. Das Szenenbild ist Staten Island, die Überwachungszentrale des Experiments, Hochhäuser und die Straße. Das ist soweit erwartbar, dass wir hier so einen abgegrenzten Bereich haben und die Menschen, die natürlich außerhalb des Experiments draufschauen und vielleicht darauf reagieren. Die Musik ist auch bedrohlich gemacht, untermalend, ist soweit okay, nicht ganz so verstörend wie auch in anderen Teilen. Kostüm und Make-up ist auch nicht ganz so fies und kreativ wie in den anderen Teilen. Auch wenn man versucht, über das Thema Masken, warum die Menschen überhaupt Masken verwenden, wollen sie sich distanzieren von dem, was sie tun, so einen leicht psychologischen Ansatz wählt. Aber den hätte man viel tiefer verankern müssen, um da in diese Richtung interessanter zu werden. Auch hier, finde ich, hätte man mehr draus machen können. Die Effekte sind ansonsten weniger, weil die Action doch ein bisschen kürzer kommt. In der ersten Hälfte vor allem des Films. Ansonsten erreicht es nie so den richtigen Horrorpart, sondern verbleibt eher an dem Action-Genre. Ansonsten muss ich sagen, ich finde, dass sich eben dieses Franchise von Teil 1 bis 3 nach vorne entwickelt hat. Und wenn man mich fragt, was finde ich gut jetzt hier an The First Purge, also dem vierten Teil. Ich mag diese Ausgangsidee, dieses Szenario zu sagen, okay, wie hat das alles eigentlich mal angefangen? Woher kommt dieser Wahn? Weil bei Teil 3 hatten wir ja sogar Tourismus hin zur Purge in die USA, dass Menschen einfach morden wollten. Wo hat das alles mal seine Anfänge gehabt? Ein tolles Szenario, wo man viel hätte draus machen können in seinem Genre. Und die Stimmung, die sich auch anbahnt, ist am Anfang wirklich interessant, aber es zerfällt dann leider in einem 0815-Plot, der wenig originell ist. Und das ist schade. Das spiegelt sich dann bei all den Punkten wieder, die ich doch recht kritisch finde. Zum einen ist der Film nicht so kreativ wie die anderen. Die Figuren sind austauschbar. Der Film hat viel weniger Härte, als er hätte haben können, aber auch nicht die nötige politische Kritik, die er hätte einbauen können. Der Film ist dadurch nicht so bissig. Funktioniert weder als Thriller noch als Horrorfilm so wirklich richtig gut. Den Showdown finde ich fast schon ein bisschen anstrengend und man merkt einfach, dass man 102 Minuten im Kinositz gesessen hat und das ist wirklich schwierig. Und für diejenigen, die Fans der ersten drei Teile sind, für die wird es wahrscheinlich trotzdem natürlich der Gang ins Kino sein, wo sie sagen, okay, Purge, weil habe ich einige auch im Freundeskreis, die sagen, Purge-Filme, gucken Sie gerne auf der großen Leinwand. Den rate ich einfach, die Erwartungen zu senken, denn von mir bekommt The First Purge als Horror-Thriller 5 von 10 möglichen Punkten, insgesamt leider nur 4 von 10 möglichen Punkten. Und das hätte ich so nicht erwartet, weil ich eben ganz sicher war, dass man dann ein festes Händchen hätte, wie man das Ganze weitererzählt, was wirklich schade ist. Trotzdem gebe ich jetzt meine Hoffnung auf den Franchise selbst nicht auf, hoffe, dass das weitergeht und man dann wieder zu alter Stärke findet. Luft nach oben gibt es jetzt eben auf jeden Fall. Und dann bin ich am Ende meiner Review zu The First Purge. Ab dem morgigen 5. Juli läuft der Film in den deutschen Kinos und ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filmeschauen.